Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Heute habe ich mir gedacht, ich mache das ganze Video im Mundart. Ja, so wie Wirtshaus rein. Nein, ich habe mir gedacht, 2021, neues Jahr, neue Chance, neue Wörter zu lernen. In diesem Video erzähle ich euch von meinen 5 liebsten österreichischen Begriffen, mit denen ihr dann sicher bei all euren österreichischen Freundinnen und Freunden Eindruck schinden könnt, wenn sie euch nicht bereits hassen. Ja, wir Österreicher hassen sehr, sehr vieles. Egal, darum soll es nicht gehen. Das erste Wort, das ich wirklich oft verwende, ist Uhr. Damit meine ich nicht, wie viel Uhr ist es, Zeit für meinen ersten Schnaps, sondern ein Wort, mit dem man nahezu jedes Adjektiv steigern kann. Das heißt, manche Leute finden etwas schön, ich finde es urschön. Irgendwas war langweilig, für mich war es aber urlangweilig. Das ist recht wienerisch und ich dachte mir eigentlich, dass ich als Burgenländer dieses Wort nicht sonderlich oft verwende, aber dann habe ich einen alten Clip von mir gefunden. Clip up! Das ist mein Bett, hier schlafe ich urtraurig. Hier sind meine Bücher. Es sind eigentlich urviele Bücher, nur es schaut urwenig aus. Ich denke mir jetzt dass ich lesefaul bin. Das ist mein Mistkübel. Mistkübel bedeutet übrigens Mülleimer. 4 mal in 5 Sekunden. Man könnte sagen, ich habe dieses Wort uroft verwendet. Die Aussprache ist natürlich urwichtig, nämlich ur. Das kommt so aus dem Innersten. Das hat was Neandertalermäßiges. Ur. Was ich nicht sagen würde, wäre zum Beispiel, ach Mensch, Marie-Louise, heute war ich in Schönbrunn und da war es einfach urtoll. Na, Meiner Meinung nach kann man das nicht nur mit einem Adjektiv verwenden. Du kannst doch sagen, probier das aus. Verwendet dieses Wort, ihr werdet es urlieben. Einfach anstelle von sehr. Ist das nicht crazy, was ich euch wieder Tolles beigebracht habe? Okay, zweites Wort, ohne dem ich nicht kann und ohne dem ganz, ganz viele Österreicher und Österreicherinnen nicht können, ist eh. Wir sagen das ständig und es ist mir nicht aufgefallen, bis letztens eine deutsche Person zu mir meinte, Michi, ihr Österreicher und euer eh, könnt ihr mal einen Tag ohne diesem Wort verbringen? Könnten wir eh, wollen wir aber nicht. Eh kann sowas bedeuten wie ohnehin oder sowieso. Ja, Michael, das wusste ich eh schon, sagt ihr vielleicht. Aber ich könnte auch fragen, bist du mir eh nicht böse, dass ich deinem Verlobten ins Gesicht gespuckt habe? Das ist basic, das sind so die offensichtlichen Bedeutungen, aber oft hat es auch was Impliziertes. Zum Beispiel fragt ihr mich, Michi, wie findest du Thomas? Und ich würde sagen, ja, eh, er ist eh nett. Das würde aber andeuten, dass seine Nettigkeit auch schon das einzig Positive ist, was ich über ihn sagen könnte. Und deswegen habe ich ihm auch ins Gesicht gespuckt. Nein. Oder er fragt mich, Michi, wie geht's dir, jetzt wo du wieder aus dem Gefängnis entlassen wurdest, nachdem du diesem Typen ins Gesicht gespuckt hast? Und ich würde sagen, ja, eh. Und damit meine ich aber, nicht gut, Bitch. Okay? Meiner Meinung nach, und ich bin aber kein Professor der Linguistik, auch wenn viele das von mir denken mögen, schwächt eh immer die eigentliche Bedeutung eines Wortes ab, also eines Adjektivs. Wenn du für mich ein Essen kochst und ich sage, es war gut, dann ist es super. Aber wenn ich sage, es war eh gut, dann hat es mir vielleicht nicht so geschmeckt. Kein Wunder, dass ich es ausgespuckt habe und diesem Typen ins Gesicht. Egal, nächstes Wort, das kennt ihr bestimmt schon, aber ich muss es einfach inkludieren. Oida. Oida bedeutet eigentlich Alter. Aber wir Österreicher bzw. wir Wiener verwenden es einfach sehr, sehr oft. Und ich möchte gar nicht zu viel drüber reden. Es gibt ein wunderbares Video, das ihr womöglich eh schon kennt und das ich euch hier verlinke, in dem eine charmante junge Frau erklärt, in welchen Situationen man Oida verwenden kann. Mir fällt was runter, ich sag Oida. Ich erfahre eine gute Neuigkeit, ich sag Oida. Es kann mannigfaltig verwendet werden, das möchte ich damit sagen, ähnlich wie, wie der nächste Begriff, der eigentlich eine Phrase ist, nämlich es geht sich nicht aus. I love it! Und ich weiß nicht, wie ihr Deutschen oder wie die Deutschen ohne es geht sich nicht aus überleben. Das ist fantastisch. Es ist 15 Uhr und ich muss um 15.05 Uhr bei meiner Zahnärztin sein und ich bin noch immer zu Hause und ich frage mich, geht sich das aus? Passt es zeitlich?
keine Ahnung, wie man in Deutschland sagen würde. Oder ich sitze wie so oft im Auto, ich parke rückwärts ein und ich schaue in die Parklücke und ich frage mich, geht sich das aus? Passt es räumlich? Wie auch immer man in Deutschland sagt. Aber es gibt auch noch eine symbolische Bedeutung. Ich habe mal in einem Film mitgespielt. Ihr wisst ja, ich bin ein Akteur. Und es war ein Film mit vielen gewagten Witzen. Oh ja, es ging auch stellenweise um Sex. Und ich habe die Regisseurin gefragt, oh, dieser Witz, ist der vielleicht ein bisschen zu pikant? Und sie meinte, Michi, nein, ich glaube, es geht sich aus. Also es passt, es ist okay, es ist gerade noch drin und ich finde es einfach super, dass das so, so viele Bedeutungen hat. Und ich glaube, wenn ihr, probiert es mal, wenn ihr mal anfangt, diese Phrase zu verwenden und wenn ihr dann wirklich verinnerlicht, was sie bedeutet, dann werdet ihr nicht mehr ohne können. Das ist genial. Der fünfte und letzte Begriff sind Schimpfwörter, also eigentlich mehrere, denn was wären wir Österreicher ohne unsere Schimpfwörter? Ja, ich glaube, mir fällt gar nicht auf, wie oft am Tag ich fluche oder irgendein böses Wort sage, weil das einfach so in unserer österreichischen Kultur drin ist. Zum Beispiel sage ich sicher 10-mal am Tag das Wort Schaß. Das war so ein Schaß. Und das bedeutet eigentlich Furz. Ja, wenn jemand ein Püpschen macht, kann man sagen, oh, der hat da schon wieder einen Schaß lassen. Aber wir verwenden es auch, wenn wir einfach meinen, dass irgendwas ein Scheiß ist. Was ist das für Schaß? Oh. Rechte US-Amerikaner stürmen das Kapitol. Ganz ehrlich, so ein Schaß. Ich würde sagen, das Adjektiv zu Schaß ist geschissen. Das verwende ich auch sehr oft. Heute geht's mal richtig geschissen. Ihr müsst wissen, ich versuche keinen Kaffee zu trinken. Heute ist mein erster Tag ohne Kaffee. Und ihr fragt mich, Michi, wie geht's dir? Geschissen. Hörst geschissen, na, schau mich nicht an. Schau, dass du weiterkommst. Schlechte! So reden wir Tag ein, Tag aus. Und ich finde es wunderschön. Diese fünf Begriffe sollen jetzt auch nur als kleines Amuse-Girl aus dem österreichischen Sprachgebrauch dienen. Ja, ein kleiner Gruß aus der Küche. Es gibt so viele österreichische Begriffe, die man in jeder Alltagssituation verwenden kann. Und wenn ihr das wünscht, dann werde ich euch noch viele weitere davon aufzählen. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was eure liebsten österreichischen Wörter, Begriffe, Phrasen sind. Und ich lese das sehr gerne. Und ich glaube, aus den Kommentaren können wir dann alle sehr, sehr viel lernen. Ich habe einen super tollen Podcast namens Buchingers Tagebuch, der jeden Dienstag erscheint. Ihr findet ihn auf Spotify und auf Apple Podcasts. Die Links dazu gebe ich euch in die Infobox. Danke, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!